Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich weiß, unfreundlich, wenn man isst und spricht, aber man hatte gerade Bock auf Colaflaschen. Und es sollte euch ein bisschen suggerieren, wie ich heute geschaut habe, als ich im Büro saß und plötzlich von meiner Freundin die Nachricht auf mein Handy kam, dass einfach Microsoft, Phil Spencer, der Chef von Microsoft und Xbox, fucking Activision gekauft hat. Ist kein Witz, Leute. Heute ist der Deal offiziell bekannt gegeben worden. Die Blizzard-Activision-Aktie ist einfach um, ich glaube, 30% gestiegen. Das heißt, der gesamte Börsenkurs, der von Activision in den letzten Wochen und Monaten durch die Vergewaltigungsvorwürfe, Selbstmordvorwürfe, alles in den Keller gegangen ist, ist plötzlich wieder auf dem Allzeithoch aus diesem Jahr. Ein paar Grafiken zwischendurch und Berichte bekommt ihr eingeblendet. Und es ist wirklich so, Xbox ist damit offiziell ganz, ganz nah an Sony rangeraten. Es gibt im Prinzip drei sehr, sehr große Hersteller bzw. Entwickler, Publisher. Das ist Tencent auf Platz 1. Tencent gehört ein Teil von Activision. Bevor wir aber mit dem Video weitermachen, Leute, einmal ganz, ganz, ganz kurz Werbung. Ich mache ganz, ganz schnell. Auf Ineba gibt es aktuell jeden Tag verschiedenste Games komplett kostenfrei. Ihr braucht euch weder anmelden noch sonst was. Alle 24 Stunden gibt es ein oder zwei neue Games für die Konsolen als auch für PC. Da zum Beispiel PUBG läuft unter denen. Das ist ein riesiger asiatischer Konzern. Auf Platz 2 ist immer noch Sony und auf Platz 3 relativ unangefochten mittlerweile Xbox und die gesamte Franchise von Activision. Das heißt Call of Duty als Franchise, Overwatch, Candy Crush, Mobile Games, eins der erfolgreichsten aller Zeiten, Call of Duty Mobile, all das geht in die Hände von Xbox, geht raus von Activision und geht vor allen Dingen weg von Sony. Und zu dieser Thematik, übrigens der Kaufpreis liegt bei schlappen 68,96 Milliarden Dollar oder Euro, knapp 70 Millionen Dollar oder Euro. Ist ja 70 Milliarden, haben wir alle auf dem Konto. Aber als ich diese Nachricht gelesen habe, sind mir so viele Fragen gekommen. Und ich habe kurz Panik geschoben, dann habe ich mir kurz was zu essen gemacht währenddessen. Dann habe ich mir einen Kaffee gemacht. Dann wollte ich eine rauchen, habe festgestellt, ich rauche ja gar nicht mehr. Dann habe ich also an meiner E-Zigarette gezogen und war völlig überfordert. Absolute Bombe. Und ich kann mir vorstellen, dass ihr viele Fragen dazu habt. Ein paar kann ich euch hoffentlich heute beantworten. Ein paar werden wir gemeinsam stellen. Wir müssen mal gucken, was dabei rauskommt. Die erste Frage, die alle von euch interessiert, fliegt Bobby Kotick damit? Und dafür müssen wir ein kleines Stück zurückgehen. Also, heute ist es rausgekommen, Activision wurde mit Activision Blizzard, mit allem, was dazukommt, mit den Studios von Treyarch, Infinity Ward, Beenox, Raven Software, Sledgehammer Games, Daemonware, den wir SBMM zu verdanken haben, und, komplett aufgekauft und geht komplett zu Microsoft rüber. Das heißt, das allererste, was wir wissen müssen, der neue Chef bei der Franchise ist nicht mehr Bobby Kotick ab dem Jahr 2023, das muss man dazu sagen. Xbox hat heute selber getweetet, dass dieser Deal unterschriftsreif im Prinzip vorliegt und alles unterschrieben, abgehandelt sein wird im nächsten Jahr. Das heißt, dieses Jahr wird Bobby Kotick mit Activision zusammen noch unabhängig agieren können. Mit ein paar Restriktionen, weil offiziell wird es so sein, dass er an Phil Spencer, das ist der Chef bei Xbox, Microsoft sozusagen, berichten muss. Ich glaube, dass sobald dieser Deal unterschriftsreif vorliegt und unterschrieben ist, Bobby Kotick automatisch seines Platzes verwiesen wird, was aber auch bedeutet, wir werden dieses Jahr noch mit Bobby Kotick zusammen leben müssen. Dazu kommen ein paar andere Fragen. Zum Beispiel, bisher hatten wir diesen Sony Exclusive Deal. Das heißt, wir hatten eine Beta vorher auf der PlayStation 4, PlayStation 5. Wir hatten eine Alpha vorher, man hatte die Beta länger, mehr Wochenenden, man hat gewissen Content umsonst bekommen. Dieser Sony Exclusive Deal, ich als PlayStation-Spieler, der jetzt aber auf den PC gewechselt ist wegen Warzone, bin noch nie ein Fan davon gewesen, weil ich das absolut schwachsinnig finde, aber Sony hat dafür Geld gezahlt, dass sie mit Activision diesen Deal machen. Dieser Deal ist damit hinfällig, das heißt, ihr könnt euch auf einiges einstellen. Call of Duty ist nach wie vor auf der PlayStation das meistverkaufte Game der Welt. Jedes Jahr ohne Unterbrechung, da kommt keiner dazwischen. PlayStation macht die meisten User aus, anteilig zu Xbox- und PC-Spielern. Das heißt, ihr braucht keine Panik haben. Zu 99,9% wird Call of Duty nicht Xbox- und PC-exclusive sein, sondern nach wie vor auf der PlayStation verfügbar sein. Aber, jetzt kommt das große Aber und man muss ja immer überlegen, warum geht jemand wie Microsoft, die eh genug Geld haben, oder Xbox so einen Deal ein? Die erhoffen sich natürlich auf Dauer eine größere Bekanntheit,
man glaubt es kaum, aber auch das ist möglich. Es gibt mittlerweile über 3 Milliarden Gamer auf der Welt. 3 Milliarden Menschen spielen regelmäßig Computerspiele, Mobile Games auf der Konsole oder sonst was. Das heißt, die wollen natürlich von diesen 3 Milliarden Spielern so viele wie möglich in ihren Bann ziehen. Dazu wird es eben so sein, dass zum Beispiel Call of Duty im Game Pass mit drin sein kann, was den Game Pass natürlich deutlich attraktiver macht, was auch dafür sorgen wird, dass mehr Leute, gerade jetzt, wo die Verkäufe von den Next-Gen-Konsolen ja erst so richtig anlaufen, jetzt im ersten Jahr wegen Corona, Material, Geringfügigkeit und, hat das natürlich alles länger gedauert, bis die Sachen wirklich ankommen. Sony hat irgendwie vor einer Woche gemeldet, höchstens 20% der Leute, die eine PlayStation 5 haben wollen, haben bisher eine bekommen. Das heißt, da ist ein riesiger Markt, der ist noch gar nicht komplett erschlossen, weil die Next-Gen-Konsolen werden erst über die nächsten 1-2 Jahre an die Leute rausgehen. Und natürlich wird jetzt gerade so eine Franchise wie Call of Duty, die mit SBMM sehr viel Noobs angezogen hat, bei Xbox und Microsoft ein Argument dafür sein, dass man sich keine PS5 kauft, sondern eine Xbox Series S oder X. Das heißt, Microsoft durch diesen Kauf erhöht natürlich gleich die Absatzzahlen ihrer eigenen Konsole, schwächt automatisch Sony dazu. Es wird nicht darauf hinauslaufen, dass es nur noch auf Xbox und PC läuft, da bin ich mir relativ sicher, weil die Käuferschaft auf der PlayStation bei Sony einfach zu groß ist. Aber ich glaube, für Microsoft ist das ein unfassbar guter Deal. Für uns bedeutet das aktiv aber auch einiges. Das erste: Man kann davon ausgehen, dass gerade was Competitive COD angeht, ich beschränke mich jetzt hier auf Call of Duty, ich bin kein Experte bei Overwatch und bei World of Warcraft und all den anderen Sachen, die da jetzt noch mit reinfließen, das machen andere hoffentlich für euch, aber gerade was Competitive Call of Duty angeht, hat Microsoft meiner Meinung nach mit Halo ganz klar seit Jahren gezeigt, die wissen, was Competitive bedeutet, die wissen den Stellenwert davon und ich kann mir vorstellen, dass in den nächsten Titeln, sobald Microsoft wirklich aktiv dahinter steht, hinter dem Ganzen, wir deutlichen Aufschwung, was Competitive Games angeht, was Call of Duty Competitive angeht, jetzt nicht nur Ranked-Modus, sondern wirklich CDL-Ligen und, da kann man sich drauf gefasst machen und ich hoffe und glaube, dass Microsoft, sobald das alles unterschrieben ist, mit einem roten Marker durch Activision Blizzard, durch die Büros läuft und sagt, raus, Bobby Kotick, doppelt raus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie mit der Arbeitsethik, die dort herrscht und mit den ganzen Vorwürfen, mit den Vergewaltigungen, Selbstmorden, mit den sexuellen Übergriffen gegenüber Frauen, Mitarbeiterinnen, mit den Drogenpartys und, dass Xbox sich das auf Dauer einfach so anguckt und sagt, oh, damit leben wir jetzt. Ich glaube, dass da sehr viele Köpfe rollen werden, was gut für die Franchise ist. Und ich glaube auch, dass wir so ein bisschen die Flamme sehen, die dieses ganze Feuer wieder entfacht. Ich habe relativ große Hoffnung, dass Microsoft zusammen mit Xbox hier bei Activision, bei den Entwicklerstudios, bei den Entwicklungen der Games einiges gerade biegen kann. Man muss dazu aber auch sagen, damals als sie Bethesda gekauft haben und ja auch Ubisoft, hat man auch gedacht, okay, aber Games von Bethesda für PlayStation kommen ja trotzdem noch auf PlayStation. Das haben die damals eingestellt. Das ist relativ überraschend gewesen, obwohl natürlich Bethesda, das war ein deutlich kleinerer Deal als das, was wir jetzt haben. Dieser 70 Milliarden Deal ist der größte Deal in der gesamten Gaming-Szene, der jemals war und vermute ich, der jemals sein wird, zumindest für die nächsten paar Jahrzehnte. Viele Sachen werden sich jetzt hundertprozentig ändern. Skill-based Matchmaking, Leute, kann ich euch jetzt schon sagen, wird nicht einfach verschwinden. Auch wenn Bobby Kotick heute seine Sachen packen müsste, würde das nicht einfach verschwinden. Es gibt eben schon Berichte, dass er weiterhin am Ruder sein soll und dann direkt Phil Spencer, sozusagen der Chef von Xbox, dass er dem dann berichten muss. Ich glaube, die werden da relativ viel noch ruhig halten wollen, bis die Sachen alle unterschrieben sind, damit man jetzt auch keine Mitarbeiter abschreckt, mit denen man vielleicht zukünftig weiter zusammenarbeiten möchte. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Bobby Kotick sich noch wirklich lange auf seinem Stuhl halten kann. Man muss dazu natürlich sagen, dadurch, dass auch dieser Aktienkurs von Activision wieder unfassbar in die Höhe gestiegen ist, weil natürlich am Freitag hat jemand anscheinend 1,5 Millionen Dollar investiert in Activision-Aktien, heute um 30% gestiegen, nur heute. 30% von 1,5 Millionen Leute, das könnt ihr euch auch selber ausrechnen. Da hat man einfach mal 500.000 Bonus
Gewinn gemacht, wie ihr es sehen wollt. Natürlich Insiderhandel, all solche Sachen gibt es da. Ist mir auch persönlich scheißegal. Ich will, dass diese Call of Duty Franchise wieder eine Chance hat. Und mit dem Kauf von Microsoft und Xbox gehe ich davon aus, dass sie es hat. Das eröffnet uns aber auch als Gamern nochmal ganz andere Möglichkeiten. Stellt euch vor, eine Call of Duty Ausgabe mit Elementen von Halo drin, was Sony nicht hätte machen können, was über Sony nicht hätte laufen können, weil Microsoft und Sony natürlich keine Rechte direkt an Activision hatten. Activision gehört jetzt zu Microsoft und zu Xbox. Die können im Prinzip mit dieser Franchise jetzt machen, was sie wollen. Und gerade so ein Verkaufsschlager und Verkaufsargument wie Halo für die Xbox wird mit Sicherheit Einfluss auf zukünftige Call of Duty-Titel haben. Ich kann mir vorstellen, dass der Game Pass im Preis nochmal erhöht wird. 25 Millionen Game Passes oder Passes sind im letzten Jahr verkauft worden. Microsoft hat sich deutlich mehr davon versprochen. Ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass man da Call of Duty tatsächlich als Free-Title jedes Jahr mit reinschiebt, um dann monatlich 3-4 Euro den Preis zu erhöhen. Wird dieses ganze Produkt Xbox deutlich interessanter machen, wird aber auch gerade mit Crossplay das Zocken auf dem PC nochmal interessanter machen. Dazu kommt, dass Battle.net ebenfalls rüber zu Microsoft und Xbox läuft. Ich weiß, viele von euch PC-Geeks würden sich wünschen, dass über Steam viele Sachen wieder verfügbar sind. Das wird nicht passieren, das kann ich euch jetzt schon garantieren. Aber die gesamte Call of Duty-Franchise, die Franchise von World of Warcraft, von Overwatch, von all diesen Games wird brachial anders aussehen. Spätestens Ende des nächsten Jahres, wenn der Deal durch ist und Microsoft und Xbox das allererste Mal wirklich Hand anlegen können. Und überall die Stellschrauben hoffentlich so ändern, dass aus dieser Franchise, wie Call of Duty sie ist und schon eigentlich immer großartig war und in den letzten Jahren leider immer mehr in die Hölle gesunken ist, dass man da richtig was draus macht. Ich persönlich freue mich riesig darüber, bin sehr gespannt, was daraus wird. Und wenn ihr Fragen dazu habt, stellt sie unten in die Kommentare. Ich werde noch ein zweites Video dazu aufnehmen. Ich werde all eure Fragen verarbeiten und dann mal gucken, ob ich die soweit beantworten kann. Alle News, Artikel, sonst was unten verlinkt, könnt ihr gerne draufklicken. Heftiges Ding. Absolut heftiges Ding. Leute, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bin raus.